Knichel! Hallo ihr Lieben, mein Name ist Knichel, ich bin Schauspieler und ich habe euch auf diesem Kanal mal versprochen, dass ich euch ab und zu mal erzähle, wo man mich denn gerade so sehen kann, weil man das ja nicht unbedingt immer mitbekommt. Ne? Und im letzten Video habe ich euch ja zum Beispiel gesagt, wo ich als Psychiater zu sehen bin und wo ich als Einhorn zu sehen bin. Die Kommentare, die waren super herrlich, ich habe mich sehr gefreut. Apropos Kommentare, gab es da einen Werbespot, den ich gedreht habe, wo man als Schauspieler oftmals... Ich sag mal, ich habe die Kommentare gelesen, warum machst du denn dafür Werbung und wie kannst du nur und sowas. Ich bekam das Bedürfnis, dazu ein kurzes Statement zu geben, aber ich möchte da gar nicht eine große Diskussion mit entfachen, aber ich habe eine Bitte an euch, wenn ich als Schauspieler irgendetwas spiele, dann heißt das noch nicht, dass ich unbedingt die Meinung vertrete, deren Rolle, die ich da spiele, beziehungsweise... Ja gut, meine Rolle war jetzt, ich erzähle mal kurz, worum es geht. Also es geht um einen Werbespot, der quasi eine Anti-Werbung ist gegen die 28-Stunden-Woche. So, jetzt gibt es natürlich Fürsprecher, es gibt Gegensprecher. Ich selber habe einfach nur meinen Job gemacht. Ich bin als Schauspieler gebucht und nur weil ich eine Werbung gemacht habe gegen diese 28-Stunden-Woche, heißt das noch nicht, dass ich auch gegen diese 28-Stunden-Woche bin. Im Gegenteil sogar, ich habe ja eine Rolle gespielt, die das gerne möchte. So, ne, könnte man jetzt argumentieren. Auch ich habe Grenzen als Schauspieler. Ich würde zum Beispiel niemals einen AfD-Werbespot drehen. Nur mal so. Allerdings bei einer Diskussion, ob eine 28-Stunden-Woche gut ist oder nicht, da schlage ich mich nicht auf eine Seite. Auch wenn es ein Anti-Spot ist, würde ich genauso eine Rolle nehmen, die für diese 28-Stunden-Woche ist. Würde ich auch machen. Als andere Rolle. Es ist ja nur eine Rolle. Es ist ja nicht Gniechel, der da steht, sondern ein Typ mit lichtem Haar. So stand es auch im Drehbuch. Ihr könnt den Spot, den zeige ich hier am Schluss mal, den verlinke ich, könnt ihr euch angucken. Dann wisst ihr auch, wovon ich rede. Und ich fand das Skript so lustig, auch mit der Fee im Wald und so, dass ich mir überlegt habe, ja, das mache ich doch gerne. Und außerdem ist es mein Job. Kurz und knapp meine Meinung dazu. Ich kann sehr gut die eine Seite, aber auch sehr gut die andere Seite verstehen. Man wäre die 28-Stunden-Woche für genauso viel Geld wie zum Beispiel jetzt die 40-Stunden-Woche. Und da sehe ich Vorteile und Nachteile. Es gibt sehr viele Leute, denen würde ich als Arbeitgeber niemals... die nutzen das so aus, die würde ich niemals für weniger Arbeit das gleiche Geld geben. Andere Leute sind so engagiert, die würde ich auf jeden Fall für weniger Arbeit das gleiche Geld geben, weil ich merke, die können dann sehr viel konzentriert arbeiten und so. Naja, es ist natürlich auch schwer, weil ich arbeite ja als freier Schauspieler und ich bin es gewohnt, für meine Leistung bezahlt zu werden. Das heißt, es wird vorher abgemacht, das und das leistest du, dafür gibt es so und so viel Geld. Und das ist jetzt auch nicht mit Stempelkarte so, wir drehen von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr abends und so, da kann das auch mal von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends sein und ich kriege dasselbe Geld. Also so bin ich das gewohnt, ne? Und deswegen könnte ich mich jetzt gar nicht da auf eine Seite stellen, weil ich finde auch, es ist wirklich personenabhängig. Personenabhängig und leistungsabhängig. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ihr könnt gerne in den Kommentaren dazu diskutieren. Das ist egal. Ich werde mich daran nicht beteiligen, weil das ist meine Meinung dazu. So, jetzt freue ich mich aber erstmal auf die Tour von Bibi Blocksberg Musical. Ich werde euch dann quasi mitnehmen, indem ich meine Kamera wieder mitnehme und vlogge. Den ersten Vlog könnt ihr ja schon sehen. Ich hoffe, den habt ihr nicht verpasst. So, und hier könnt ihr euch nochmal das letzte Video ansehen, wo ich noch zu sehen bin. Und hier könnt ihr auch den Werbespot sehen, von dem ich gerade die ganze Zeit sprach. Bis bald, euer Gniechel.